Schlachtraum 2.0. So, das ist jetzt hier der Abschlachtraum 2.0. Lohnt sich ja gar nicht. Und dann können wir den hier nochmal ein bisschen umändern, und zwar Schwerter nach oben. Und 23, also ich werde jetzt nicht irgendwo in irgendeine Höhle gehen, bevor wir hier nicht wirklich 27 Level voll haben, damit wir da die Smart Hand und so drauf machen können. Der stört mich schon lange. Und dafür müssen wir da in der Nähe bauen. Die Frage ist, was bauen? Ich könnte ja theoretisch mal die Verkleidung des Turms hier machen. Wenn ich die jetzt anfange, das dauert sowieso eine Zeit lang. Wo stehen die? Ja, da kriegen wir noch einiges hin. So. Wollen wir mal gucken hier. Das wird jetzt alles verkleidet erstmal. Mal gucken, wie das nachher von außen dann aussieht. Hallo? So, 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 so. Ja, ihr könnt euch ja mal, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr euch wünscht in Zukunft für dieses LP. Weil es neigt sich ja, trotz dass ich hier noch sehr viel am Bauen bin, langsam dem Ende zu. Wir haben ja schon doch einiges an Diamanten und ich denke, eine volle Diamantenausrüstung wäre zwar gut. Ich habe zwar auch noch keine Tränke gebraut, da sollten wir auch mal langsam mit anfangen. Nur ich habe noch nie Tränke gebraut, um ich dazu sagen. Ich kenne diese ganzen Rezepte und ich wäre vielleicht auch interessant, wenn ihr mir da einen Link geben könntet, wo die ganzen Rezepte denn stehen. So, habe ich noch eine Axt? Nö. Und so baue ich den nicht ab. Na gut. Machen wir erstmal den hier. So, damit dann auch unsere Steuerung sicher ist und ich hier keinen Creeper nachher drin habe, der mir hier alles zerschießt. So. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Und hier müssen wir sowieso erst die Bäume entfernen. Na gut, kann man nichts gegen machen. Aber wir machen ja hier gerade die Arbeiten, damit unsere EP-Farm sich füllt. Wenn die voll ist, wenn wir hier das jetzt gleich unsere kompletten Kobbels verbraten haben und gehen dann wieder zu der EP-Farm hin, wird die so rappelvoll sein, dass wir bestimmt die Level voll haben oder das Ding explodiert direkt, weil die ganzen Creeper hintereinander explodieren. Das könnte auch passieren. Ich hoffe mal nicht. So, eine Seite möchte ich aber noch zukriegen hier. So. Oder man muss wirklich überlegen, ob man die Monster vielleicht auch noch ein Stück weiter weg holt, damit dann hier halt mehr nachspawnen kann. Naja, wäre dann noch eine Sache, die müsste man dann mal überlegen und austesten. Aber das würde ich dann halt auch auf einer Kopie machen. Seid mir nicht böse, aber solche Sachen sind dann Sachen, die sollte man dann vorher testen, bevor man halt was aufnimmt. Bevor man das halt für euch jetzt mitmacht. So, aber das hat gerade schon geruckelt. Allein die Füße, die hier gerade sind, sind ja mal mega viele. Mal schauen. Alter, das geht ja mal jetzt richtig ab. Oh, krass. So, weg, 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 weg. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir sowieso eine neue Schwert haben. Nehmen wir jetzt mal das Eisenschwert. So, weiter weg, 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 weg. Das war jetzt schon sehr krass, würde ich sagen. Das war eine Menge. So, wir haben hier aber auch die Möglichkeit, uns mal eben eine Workbench zu bauen. Uns ein paar... Was sind die ganzen Stickies denn jetzt schon wieder hin? Ich glaube, die haben wir da liegen lassen. Noch ist ja nicht so schlimm. So, hallo. Machen wir uns mal eine neue davon. Schippen wir auch inzwischen genug, glaube ich, langsam. Ich glaube, wir brauchen uns demnächst keine... wie heißt das? Wir brauchen uns demnächst keine Werkzeuge mehr bauen, weil wir die immer durch die NEP-Farmer kriegen. Achso, man sollte vielleicht auch nach oben gehen und nicht nach unten oder durchlaufen. Zack,
So, und ich kann mal was trinken. Also der Cappuccino ist schon mal länger leer. Und der Eistee, der ist inzwischen dran. Brot essen. So, und weiter geht's. Ja, jetzt können wir mal eben dahinter gehen und die Bäume alle da wegfällen. Ich hoffe, dass der Timbermod noch funktioniert, nachdem ich den Better Enchanting installiert habe. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Direkt beim ersten Baum werden wir das sehen. Zack, weg. So. Zack, weg. Brauchen sowieso mal neues Holz und dementsprechend kann man hier mal ein bisschen was fällen. So, und der weg. Ja. Interessant wäre auch, was ihr euch von Folge 100 dieses LPs erwartet. Ich hatte ja schon mal angedeutet, vielleicht mal die Kopien der Map zu zeigen. Also ich habe ja eine Kopie, die ich sehr stark anders gebaut habe als hier momentan. Zum Beispiel steht da noch das alte Haus. Ist aber eine komplett andere Mob-Falle. Eine echt komplett andere. Die auch sehr viel komplizierter ist und alles. Weil ich die damals meinte, ah, ich muss halt unbedingt unumschaltbar bauen. Es geht nicht anders. Ich muss das so bauen, dass auch das als ganz normaler Mobsorter, oder nicht Mobsorter, sondern als ganz normale Mobfalle fungiert. Halt schön mit Lava und hast du nicht gesehen. Ist natürlich Schwachsinn. Weil daher, dass halt die Mobs nicht mehr so nah spawnen, kann man da auch nur einen kompletten EP-Farmer drauf bauen. Und die spawnen sowieso nur, wenn man hier arbeitet. Sonst hätte ich mir alles in den Keller transportiert nachher und dann hätte ich aber immer hier stehen müssen, damit ich dann nachhinein Loot holen könnte im Keller. Also. Und das, was wir halt hier rauskriegen an Materialien, nur durch den Loot, durch die EP-Farm, würdest du auch mit einer Monsterfalle nicht mehr kriegen. Eher sogar weniger, wenn man halt dann nicht selber tötet. Ich glaube, dann kriegt man. Oder sogar, wenn man jetzt, sagen wir mal, so eine Loot-Verzauberung auf ein Eisenschwert macht, wobei ich dazu schon am Überlegen bin, würde man halt dann auch mehr kriegen, wenn man die selber tötet. So. So, dann haben wir jetzt mal hier das alles Grund mal zugemacht. Ich baue hier dran jetzt echt nur weiter, damit wir ein bisschen was mehr an Mobs da reinkriegen. Sobald ich damit durch bin, gehen wir auch wieder runter und bauen dann da weiter, weil momentan sieht es halt so aus, ihr möchtet das zumindest verschnellert haben. Aber wie gesagt, ohne eine vernünftige Verzauberung, wenn ich halt jetzt da die ganzen Cleanstones raushol, wäre das schon sehr endgeil. Weil. Und vielleicht noch eine Glücksspitzhacke wäre vielleicht auch nicht schlecht. So. Oh, Internet momentan. Ja, ich habe Internet. Also selbst zu diesem Zeitpunkt habe ich immer noch kein eigenes Internet. Ich warte da langsam echt drauf. Mich nervt das auch schon so langsam. Wollten unsere Telefonnummer halt mitnehmen und da gab es wohl ein paar Komplikationen mit unserer Rufnummer, weil das halt von Anbieter zu Anbieter ist. Wir wechseln von dem einen zum anderen Anbieter und weil der eine nicht hier verfügbar ist, aber ich will jetzt auch keine Werbung für einen Anbieter machen, da ich auch wahrscheinlich jetzt sonst die falsche Werbung machen würde, weil das falsch verstanden werden würde. Naja. Was bauen wir hier noch rein? Hört sich auf jeden Fall schon mal krass an da drin. Und das ruckelt schon noch mehr als gerade schon. Ihr kriegt da manchmal gar nichts von mit, wenn das ruckelt. Mal schauen. Alter. War es das? Das letzte Mal, hoffentlich. Schon wieder eine Schallplatte. Ich hab die noch platt gemacht. Naja, kann man jetzt sehen, wie man will. Hier haben wir schon wieder eine nächste Schallplatte. Vielleicht ist das ja eine neue oder so. Irgendwann werde ich alle Schallplatten hier haben. Oder auch ihr, wenn vielleicht irgendwann diese Map mal zum Download freigegeben wird. So.
Und solche Sachen. Level 25, zwei Level brauchen wir noch. Wenn wir die geschafft haben, dann können wir endlich aufhören hier. Oh, warum haut der denn ab? Super. Komm her, dich machen wir auch noch platt. Und dann bauen wir mal weiter. Dann brauchen wir noch ein paar Cobblestone. Cobblestone. Ja, wer sagte das nochmal so immer? Also ein Kollege von mir, der sagt mal Cobblestone. Oder sowas in die Richtung. Und das hat mir irgendwie angeeignet. So Cobblestone. Naja. Ja, nochmal der Aufruf, der Server Asinaria sucht echt noch Leute. Momentan sind auf 20 Slots begrenzt, aber sobald man merkt, dass das zu wenig wird, ich gehe mal, wenn zum Beispiel regelmäßig so 15 bis 20 Leute online sind, wird halt der Server auch wieder erhöht. Bis zu 64 Slots wird es geben auf dem Server und ich hoffe euch auch mal da zu sehen, da ich auch sehr aktiv dort spiele. Ihr könnt dann auch gerne mal mein Haus anschauen, dass ich dort baue. Ihr könnt auch so das Haus anschauen, ohne dass ihr da euch registriert oder sowas. Müsst einfach mal schauen, wenn ich online bin, dann fragt einfach mal, wo ich bin, oder es gibt halt auch eine Live-Map. So, mal eben hier ein bisschen was weglegen, um noch ein paar Cobblestone mehr mitzunehmen. So. Das war nochmal Werbung für Asinaria. Vielleicht mache ich auch noch ein kleines Intro mit asinaria.de. Also wie gesagt, wenn ihr da mal hin wollt, asinaria.de ist die, ne, mc-asinaria.de ist die Internetseite davon. Und dort sind dann auch alle Sachen beschrieben. So. Hier machen wir jetzt dicht. Meistens, ich will da die letzten EP haben. Schrecklich, dass das so lange dauert, alles mit den EP-Farmen. Nee, 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 nee. So, vielleicht reicht es sogar noch für eine Glück, aber selbst eine Glück würde ich lieber mit Haltbarkeit machen. Aber das würde ich dann, wie gesagt, offscreen machen. Ja. So. Muss unbedingt mal wieder ein bisschen was an Partikel, zumindest von Wasser, würde ich die Partikel jetzt wieder anschalten, damit dann halt dieser Tropfeffekt wird, wenn wir dann den Alchemiekeller bauen. Da habe ich mir, wie gesagt, auch was überlegt, damit das cool aussieht und so ein bisschen an Alchemielabor erinnert. Und auch dort habe ich auch ein paar Sachen bei anderen LPern gesehen, die ich mir dann so gesehen ein wenig nachbauen werde, aber auch trotzdem wieder auf meine Art und Weise. So. Hallo. Ich glaube, ja, war fast klar. Eieieiei. Heute ist aber auch ein Tag, ey. Ich habe auch langsam Hunger. Ich hoffe, meine Frau, die kocht schon. Ja, meine Frau, die kocht für mich Essen. Das ist immer sehr, sehr schön. So. So, wir kommen dem Ende entgegen, Leute. Ihr habt es bald geschafft. Erstens noch zwei Level und zusätzlich hier noch wenige Steine, die wir hier setzen müssen, um dieses auch endlich mal zuzuhaben. So. Hier ist natürlich noch ein bisschen dunkel. Dann machen wir hier nochmal zwei Fackeln hin. So, dann ist dieses Gerät endlich mal zumindest dicht. Was wir hier rausbauen, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht, wenn ich dann demnächst die Map zum Download freigebe, zeigt ihr mir das dann einfach mal, was ihr da vielleicht rausbauen würdet. Und ja, würde mich auch mal freuen. Vielleicht wird dann eine der Ideen eure Idee sein und dann werde ich diesen Turm hier dann dem entsprechenden Gedächtnisturm nennen oder sowas in Richtung. Also ihr würdet dann natürlich erwähnt werden, euer Kanal würde verlinkt werden, etc. etc. Oh, ich habe keine Schwerte mehr. Na, komm her. Komm, 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 komm. Nicht explodieren, sterben. So. 26. Mal schauen. Ich hoffe, dass da jetzt nicht zu viele sterben. Oh nein, alle sind gestorben. Komm her. Dass ihr immer in die andere Richtung rennen müsst. Ja, das dauert jetzt wieder ein bisschen. So, dann wollen wir mal eben 53 Pfeile schon wieder, Leute. Das ist echt krass.
Ich glaube, ich mache mal diesen Sortier-Mod drauf. Dann kann man das alles schön mit einem Klick sortieren und muss halt nicht erstmal selber sortieren. Zumindest diese gemixten Sachen. So. Ach, hier ist noch ein bisschen Schießpulver. Ja. Genau, ein bisschen. Also es wird schon wieder dunkel. Hallo. Könnten wir ja auch mal eben ganz kurz, ne? Komm mal her. Komm mal her. Kommt her. Du und du. So, das reicht. Gibt wieder ein kleines Schweinchen und das ist dann schon mal was. Das kann man dann nachher essen. Braten. So. Oh, ich wusste gar nicht, dass es geht. Höhö. Auch nicht schlecht. So, wir haben noch ein Steinschwert. Wenn das weg ist, dann ist aber definitiv mal Schluss. Ich weiß nicht.